Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Alicia Online. Es gibt heute wieder ein kleines Update, etwas früher als gewohnt, am Mittwoch schon. Sonst kennt man das ja eigentlich eher für sonntags, die Update-Tage. Ab heute könnt ihr euer Pferd benennen und ihm auch eine Rüstung verpassen. Wobei ich bei der Rüstung genauso sagen muss wie beim Charakter, dass ich mir nicht sicher bin, ob ihr das auch im fertigen Spiel noch könnt, da es da ja auch den Shop gibt. Ich nehme mal fast an, dass das jetzt erstmal nur zu Testzwecken so ist und das dann zum fertigen Spiel rausgenommen wird. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie das Ganze funktioniert. Dazu geht ihr, wie gewohnt, auf felishagame.com, loggt euch ein, geht auf euer Profil und dann habt ihr hier ja einmal eure Charaktererstellseite und hier drunter haben wir My Horse. Sieht genauso aus wie bei eurem Charakter. So, erstmal Namen eingeben. Ich nenne es mal Romero und da ploppt auch gerade der Rest auf. Und Romero ist der Name von meiner Reitbeteiligung. So, ein bisschen was können wir hier auswählen. Ob das Pferd gar keine Blässe haben soll. Einen etwas größeren Stern, wie so ein Keilstern, nur so eine kleine Flocke. Verschiedene Kopfabzeichen eben. Nehme ich jetzt mal das hier. Die Größe können wir auswählen, denn die Pferde können ja unterschiedlich groß sein. Erinnert ihr euch vielleicht noch dran, bei meinem alten Let's Play, Schoko war ja ziemlich klein im Vergleich zu anderen Pferden. Romero, ich mache ihn mal ein bisschen größer. Das dürfte die Halsdicke sein. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist ja neu. Das konnte man ja früher nicht machen. Da hat man einfach wirklich ein Standardpferd bekommen und konnte nichts einstellen. So, das mache ich auch hier mal ein bisschen breiter. Die Beine können auch ruhig ein bisschen länger sein. Alles ein bisschen muskulöser. So, und hier unten könnt ihr noch die Rüstung auswählen. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, die Rüstung komplett zu entfernen. So ein rot-braunes Lederset auszuwählen. Das hier ist so ein bisschen, das ist wirklich eher rüstungslike, so ein bisschen Metall, bisschen Drachenstil. Hier sind so ein bisschen Flügel an der Kopfrüstung. Dann hier nochmal ebenfalls eine Rüstung in Gold- und Grüntönen. Und die Weihnachtsrüstung könnt ihr momentan noch auswählen. Ich nehme jetzt erstmal diese rot-braune Lederrüstung. Und dann gucken wir uns das Ganze jetzt gleich mal im Spiel an. Bis gleich! So, da sind wir schon im Ladescreen. Jetzt gleich sehen wir zum ersten Mal Romero im Spiel drin. Das heißt, ab heute werdet ihr auch keine Random-Pferde mehr bekommen, sondern nur noch das, was ihr euch selber eingestellt habt. Und da ist er! Leider sehen wir jetzt gerade die Blässe bzw. den Stern gar nicht durch die Rüstung. Ah, hübsch ist er. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist auch das Pferd, wie es früher ausgesehen hat, in diesem einfachen Braunton, ganz schlicht, keine sehr besondere Fellfarbe. Aber ich finde sie auf jeden Fall auch süß und ich finde es auch gut, muss ich sagen, dass man wirklich nur diese Farbe zur Verfügung hat. Denn ansonsten, ja, ich finde es einfach schön, wenn das alles so ein bisschen gleich ist am Anfang, dass die Pferde die gleichen Werte haben. Die gleichen Farben, dass eben jeder Reiter, jeder Spieler auf demselben Niveau anfängt und sich alles dann von vornherein erarbeiten muss. Finde ich super gelöst. Fand ich früher schon und finde ich gut, dass sie es jetzt auch wieder so gemacht haben. Denn das macht ja auch irgendwie so ein bisschen noch den Spaß am Spiel aus. Es sind ja nicht nur die Rennen, die einen wirklich so fesseln. Mich persönlich hat die Zucht auch sehr interessiert, da immer wieder was Neues zu versuchen, mit der Genetik rumzuspielen und ja, manche von euch wissen es vielleicht noch, dass ich versucht habe, einen Schimmel zu züchten, was mir leider nie gelungen ist und das wird auch wieder mein Ziel werden hier in Alicia. Also von daher finde ich es echt gut, dass wir alle gleich anfangen und alles gleich ist am Anfang. So gibt es einfach viel mehr zu erarbeiten. So, das soll es aber auch gewesen sein hier von diesem kleinen Update heute. Mehr Neues gibt es aktuell nicht zu zeigen, aber sobald ein neues Update rauskommt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und mache sofort wieder ein Video dazu. Also, bis dann ihr Lieben. Tschüss!